Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer Informationsaussendung des Bundesministeriums für Erdöl. Ich bin hier, um euch eine Geschichte eurer Zukunft zu erzählen. Eine Geschichte meiner Vergangenheit. Wir kleiden uns damit. Es ist fast alles aus dem Kunststoff gemacht. Wieso kennst du das nicht? Das gibt's in 30 Jahren nicht mehr. Das ist ja verrückt. Jeder kämpft ums Überleben. Auf einmal sind alle Menschen gleich. Haben keine Zeit mehr, drüber zu reden. Der Boden ist zum Schlafen sicher weich. Verzweiflung machte sich breit. Für neue Lösungen wurde es höchste Zeit. Schon damals mischten sich Großmächte in 2/3 der Bürgerkriege ein, da die Länder alle Erdölquellen hatten. Denn das sollte für die Welt sicher sein. Die folgende Zeit war gezeichnet von Plünderei, der Strahlenkrankheit und unsäglichem, unendlichen Leid. Etliche Jahre zogen ins Land, in denen der Mensch und sein Verstand Stück für Stück von der Erdoberfläche verschwand. Nach dem Brandschatzen, Morden und Stehlen fing die Hoffnung, sich wieder an zu regen. Zwischen Palmenplantagen und fetten Autogaragen, zwischen Atomkraftwerken und 24-Stunden-Einkaufsmärkten, zwischen Erdbeeren aus dem Nahen Osten und in dreifach Plastik verpackte Biofrüchte, die das Dreifache kosten, stelle ich mir die Frage, was ich denn eigentlich dagegen tun kann. Aber das Schönste, die Leute reden wieder miteinander. Sie achten einander, sie achten auf die Erde, auf der wir leben. Und die Stoffe ihrer Kleidung werden aus Biomüll gemacht. Und statt sie zu waschen, isst man sie nach dem Tragen einfach auf. Cool, oder? Also sag ich, lasst uns was tun und lasst uns im Leben nicht verweilen herum. Achtsam miteinander und mit sich selbst umgehen, gleichmütig dem Leben gegenüberstehen. Einen Beitrag für eine für sich selbst und für uns alle schöne Welt geben und im Endeffekt einfach ein verdammt wunderschönes Leben leben. Sind wir bereit, eine Rast einzulegen, um uns umzusehen, ob wir den richtigen Weg gehen? Können wir uns überhaupt vorstellen, umzukehren? Können wir uns überhaupt vorstellen, umzukehren?